Chemie ist für mich eine total abwechslungsreiche und anwendungsbezogene Wissenschaft, die sich in allen Bereichen unseres Lebens wiederfindet. Für mich ist Chemie das Verständnis der wundersamen Welt der Atome und Moleküle. Chemie ist für mich die Grundlage für Fortschritt und Weiterentwicklung in allen Disziplinen. Chemie ist für mich zu ergründen, wie sich Moleküle verhalten und zu verstehen, warum sie das tun. Chemie bedeutet für mich die Neugier an unserer Welt. Ich habe angefangen, Chemie zu studieren. Als ich mich nämlich nach der Schule informiert habe über den Studiengang, habe ich festgestellt, dass der Studiengang noch eine viel breitere Auswahl an Themen bietet, die man in der Schule so auch noch gar nicht kennengelernt hat, die uns aber in allen Bereichen des Lebens, von Medizin bis Technik, jeden Tag begleiten. Außerdem wollte ich für mich nie ein Studium studieren, was rein theoretisch ist. Und der hohe Praxisanteil im Chemiestudium war da natürlich sehr attraktiv. Voraussetzungen, die man für das Chemiestudium mitbringen sollte, sind einerseits natürlich, dass man generell Spaß an Naturwissenschaften hat. Ne? Und das heißt Spaß am logischen Denken, Spaß daran, Beobachtungen irgendwie einzuordnen. Und in der Chemie haben wir sehr stark, dass man in Modellen denkt. Das heißt, ein Modell eines Moleküls. Das heißt, man muss abstrakt denken können. Ein ganz guter Indikator, ob man das gut kann, sind häufig die Matheleistungen in der Oberstufe. Die sollten also nicht allzu schlecht sein. Dann natürlich Neugierde, Selbstständigkeit, Eigenmotivation braucht man. Das ist so die intellektuelle Seite. Und dann auf der praktischen Seite haben wir natürlich einen hohen Anteil an Arbeit im Labor, wo man also tatsächlich dann mit den Händen arbeitet. Und das bedeutet im Studium, dass man sehr viel mehr als in der Schule mit Geräten arbeitet, auch mit Großgeräten. Das heißt, man braucht ein gutes technisches Verständnis. Der Übergang von der Schule zur Uni wird an der WWU oder vor allen Dingen hier im Fachbereich erleichtert, indem es verschiedene Angebote gibt. Zum einen ist es zum Beispiel das Mentorenprogramm. Da ist es so, dass man am Anfang sehr viel Zeit zusammen verbringt innerhalb einer Mentorengruppe. Und die Fachschaft hilft halt auch während des ganzen Studiums. Man kann mit allen Problemen und Fragen zu uns kommen und wir helfen immer gerne weiter. Also der Fachbereich Chemie ist einer der größten und bekanntesten in Deutschland. Und das hat jetzt für Sie als Studierende viele positive Auswirkungen. Was auf Sie zukommt, ist auf jeden Fall ein sehr arbeitsintensives Studium. Das muss man sagen. Das muss man schon den Spaß daran mitbringen. Man muss sich das wie eine Vollzeitbeschäftigung vorstellen, als wenn man in einem Vollzeitjob wäre. Ja, also ich denke, besonders am Anfang des zweiten Semesters hat man dann gleichzeitig Vorlesungen und Praktikum, muss gegebenenfalls auch noch Übungen machen. Es ist dann erstmal schon recht zeitaufwendig, was man aus der Schule erstmal nicht kennt. Aber auch das ist wieder was, wo man sich zusammen durchhangelt und wo man ja wirklich auch Spaß dran hat. Dadurch, dass man viele Praktika hat, lernt man immer wieder neue Leute kennen und man hilft sich gegenseitig in den Praktika, auch bei Übungszetteln. Und dadurch ist es ein sehr interaktiver Studiengang. Am Chemiestudium gefällt mir die Mischung aus Theorie und Praxis besonders gut, dass man das Erlernte aus den Vorlesungen nicht eben einfach nur aufschreibt und lernt, sondern es auch jeden Nachmittag in den Laboren der Universität auch praktisch umsetzt und dabei auch mit seinen Kommilitonen wahnsinnig viel Zeit verbringt und auch Spaß hat. Das ist eine total ausgelassene Stimmung. Die Gebäude des Chemiefachbereichs sind zum großen Teil vollkommen neu. Das heißt aber auch, dass die Geräte entsprechend ganz modern sind. Sie können also Forschung auch von daher auf höchstem Niveau hier durchführen. Durch die breite Aufstellung des Fachbereichs haben Sie später, wenn es Richtung Bachelorarbeit oder auch Masterstudium geht, viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, gemäß Ihren Fähigkeiten und Interessen. Durch die Praktika lernt man relativ früh auch die Forschenden in den Arbeitskreisen kennen und wird dadurch ziemlich schnell auch in die Forschung integriert. Spätestens ab der Bachelorarbeit ist man dann auch aktiv im Forschungsleben und Forschungsalltag mit drin, wodurch sich auch ein enger Kontakt zu den Arbeitskreisen und auch Professoren aufbaut. Während des Chemiestudiums in Münster ist es verhältnismäßig leicht, ins Ausland zu gehen. Aufgrund des großen Netzwerkes der Professoren ist auch der Aufenthalt an Top-Universitäten wie Cambridge, Princeton, dem Scripps Institut möglich. Fürs Berufsleben kann man aus dem Studiengang mitnehmen, dass man immer wieder auf dieses Grundwissen zurückgreifen kann und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Selbstorganisation lernt, auch vor allem in Abschlussarbeiten.
die man auf unterschiedliche Lagen übertragen kann und die wirklich dann auch sehr hilfreich ist. Gerade bei Kommilitonen, die mit mir gemeinsam promoviert haben, war es teilweise schon so, dass die Verträge unterschrieben waren, bevor die Promotion abgeschlossen ist. Es ist also zurzeit eigentlich eine ganz gute Joblage.